Sie ist für jeden Rennfahrer die absolute Königsdisziplin. Sie ist Mythos, geschichtsträchtig und einzigartig. Die Nürburgring Nordschleife. Heute geht's für mich auf die bekannteste Rennstrecke der Welt, die Nordschleife. Ich bin wahnsinnig gespannt, aber ich habe einen echten Fachmann an meiner Seite, den Mr. Nordschleife schlechthin. Frank Stippler, freut mich sehr. Mr. Hallo. Nordschleife würde ich dich nennen. Und weil es so viele Highlights von dir gibt, schauen wir uns ein paar davon an. Frank Stippler, einer, der die Nordschleife kennt wie seine Westentasche. Die grüne Hölle ist sein Revier, in dem er beim 24-Stunden-Rennen gleich zweimal triumphiert. 2012 das erste Mal im Audi R8 LMS Ultra. Ein historischer Erfolg, denn es ist der erste Gesamtsieg für Audi überhaupt. 2019 wiederholt Stippler den Erfolg. Gemeinsam mit Pierre Kaffer, Frédéric Verwisch und Dries Fantor gelingt im R8 LMS erneut der Triumph in der Eifel. Seit Anfang August ist Stippler auch offizieller Rekordhalter für Kompaktmodelle auf der Nordschleife. In 7 Minuten 40,7 peitscht er den Audi RS3 um die Strecke. Das Modell, mit dem auch Ruth jetzt Vorlieb nehmen wird. Ja, da war schon viel Schönes dabei. Zweimal Gesamtsieger, 24 Stunden Nürburgring. Ist das für dich das persönliche Highlight? Ja, ich habe als Kind hier am Zaun gestanden und habe meinen Stars zugeguckt. Und von daher war das immer ein Traum, hier mal zu gewinnen. Hat lange gedauert, 2012 das erste Mal mit einem Audi R8. Und auch den letzten Sieg für einen Audi R8 bis dato, 2019, ist mir dann in den Schoß gefallen. Von daher hoffe ich auf ein drittes Mal jetzt noch und daran arbeiten wir. Wir müssen heute keinen Rundenrekord aufstellen. Ja, das können wir heute sein lassen. Wir haben auch eine leicht abgemilderte Form von Seiten der Reifen, der ein bisschen weniger Grip bietet als der Reifen, den wir beim Rundenrekordversuch gefahren sind und der nach Rundenzeit von 7 Minuten 40 ermöglicht hat. Von daher fangen wir mal etwas langsamer an und das sollte dir dann auch zugutekommen. Finde ich gut. Bevor es ernst wird, heißt es, den RS3 nochmal genau unter die Lupe nehmen. Auf was muss ich Ruth gefasst machen? Dann erzähl uns doch mal noch ein paar technische Eckdaten zu dem Auto. Ja, das Auto hat nach wie vor 400 PS, 20 Newtonmeter mehr als bisher, 500 Newtonmeter, die den Rundenrekord von 7 Minuten 40 ermöglicht haben. Also viel Qualm an der Kette mit einem sensationellen Klang, nach wie vor der Fünfzylinder, über den sich alle Klangfetischisten dann freuen. Zu guter Letzt haben wir einen Torque-Splitter an der Hinterachse mittlerweile, der einen unglaublichen Fahrspaß generiert, weil wir eben sehr viel Antriebsmoment auf das kurvenäußere Hinterrad legen können. Und von daher sind das erste Mal richtige Drifts und Powerslides möglich. Ich bin bereit. Kann losgehen. Letzte Vorbereitungen. Gleich wird Ruth erfahren, wie es ist, mit einem Vollprofi mit 400 PS über die Nordschleife kutschiert zu werden. Gut, kannst losgehen. Ja. Wir sind hier schon voll auf Überholmodus. Oh, ist das schön, aber jetzt, wow, der Blick ist ja echt noch gigantisch. Ein absoluter Adrenalinkick für Ruth, vor allem, wenn der Fünfzylinder einmal in den Drift-Modus kommt. Laut Audi sind hier bis zu 1750 Newtonmeter pro Rad möglich. Hier links ist jetzt die Grand Prix-Strecke. Oh ja, okay. Na, alles klar. So klingt man, wenn man gerade an alles denkt, nicht aber an Sightseeing. Frank Stippler lässt sich nicht beirren. Ihm ist nach Fachgesprächen. Ich weiß nicht, ob dir das Thema Track Limits was sagt. Ja, natürlich. Das haben wir natürlich etwas weniger. Das haben wir auf der Nordschleife weniger, weil es da eben so oder so ist. Ey, das ist total krass. Ich flippe. Auf insgesamt 2 Runden steigert Frank Stippler langsam aber sicher das Tempo. Am Ende heißt es dann auch wirklich mal flat out. Fast zumindest. Das ist 5., 6. Gang hier. Mit neuen Reifen und leerem Tank geht die Kurve hier Vollgas im GT3-Auto durch den Abtrieb und die Slicks. Im Serienauto sind wir natürlich relativ weit entfernt davon. Das Abenteuer Nordschleife neigt sich für Ruth dem Ende entgegen. Noch einmal durchs Karussell und dann einmal das Fazit bitte. Hallo! Wow. Ich sag euch, es war das Coolste, was ich seit langem gemacht habe.
Hammer. Frank, vielen, vielen Dank. Also mir hat es ganz schön den Puls nach oben getrieben, aber das gehört ja auch zur Nordschleife dazu. Ja, zum einen ist das natürlich dem Torquesplitter geschuldet, dass man mit dem Auto jetzt querfahren kann. Zum anderen war auch der Nordschleife mit den ganzen Bodenwellen. Da haben alle Fahrzeuge ein bisschen die Tendenz zu tanzen. Und von dem her ist das Rundstreckenfahren auf der Nordschleife dem Rallyefahren am nächsten. Und das macht das für mich persönlich so attraktiv. Also ich nehme sehr viel mit von heute. Ich finde das eine ganz einzigartige Gelegenheit, sowas mal gemacht zu haben. Und dann eben auch noch mit so einem Fachmann an der Seite, der da also echt alles rausholt aus dem Auto. Und du bist ja noch moderat gefahren wahrscheinlich. Ja, wir haben für den zweiten Schritt den nächsten Step an Reifen vom Grip-Level und dann bist du herzlich willkommen. Also, es gibt immer noch eine Steigerungsvariante. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's von uns. Grüße hier aus der Eifel. Sie ist dann wohl wirklich Ruths bisheriges Rennstrecken-Highlight, die Nordschleife. Zumindest bisher.